Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Spielebude und bei einem neuen Video. Diesmal bei einem neuen Videoprojekt, denn es sieht etwas anders aus in diesem Video. Da wir diesmal nicht direkt an einem Tabletop-Tisch stehen, sondern ich in meinem heimischen Wohnzimmer sitze und da ein bisschen Warhammer suchen mag. Es geht um das Spiel Warhammer 40k Gladius. Das ist vor knapp einem Monat rausgekommen und hat neben der Warhammer-Lizenz als solche auch noch einen zweiten Mechanismus dabei, der so ein bisschen an Boardgames erinnert. Das ist ein 4X-Spiel, das heißt Exterminate, das ist schon mal ganz wichtig, Explore, Expand und noch irgendnix. Kennt man als Brettspieler sicherlich von einigen Sachen wie Twilight Imperium oder Civilization und auf dem Rechner wahrscheinlich auch durch Civilization oder ähnliches. Ich habe einmal mich schon ein bisschen in dieses Spiel reingeguckt, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert, damit ich nicht wieder letzte Vollspaggo da vorhänge und mir denke, na, was muss ich jetzt überhaupt klicken? Und wir starten einfach mal das gute Ding mit der Einführung. Games Workshop on Slytherin. Gladius Prime was a bastion of humanity, newly colonized. A suitable base for our chapter to rebuild and recruit. We Space Marines raised our fortress here, grew strong again. But the Orc invasion brought a warp storm that cut off our Emperor's light. And the Dread Necrons crawled from the earth beneath our feet. War was on all sides, yet we are the Emperor's chosen. We do not dread the dark, or quail at the relics of old. Terror is for those who oppose us. We know no fear. Zup, und damit sind wir auch schon in der Einführungsmission in der Kleinen. Jo, willkommen auf dem Planeten Gladius Prime. Positionieren Sie den Mauszeiger auf dem Gelände. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um die Kamera zu bewegen. Weedy, weedy. Alternativ dazu können Sie auch die Pfeiltasten benutzen, ist ja ein Traum. So, mal okay. Ab geht die Post. Die Space Marines errichten die wichtigsten Teile ihrer Infrastruktur direkt vom Orbit aus. Dropper Assault incoming. Klicken Sie zum Gründen Ihrer Stadt, die stets das Rückgrat Ihres Ordens auf einem Planeten bildet, auf dem Button Dropport Pop. Einmal schick irgendwo eine Stadt platzieren im Operationsfenster und wählen Sie ein leeres Hexfeld aus. Beachten Sie, dass die Space Marines lediglich über eine einzige Stadt verfügen. Gut, dann können wir mal eben gucken hier. Und zwar ist es so, ich kann hier prinzipiell überall das Ding runterknallen lassen. Allerdings sind einmal hier die Bauplätze, die ich dann anschließend habe. Das heißt, auf einem Plattenland habe ich 3 Stück davon. Und wenn ich weiter hier vorne rüberfahre, ja gut, auf meinem Mannequin darf ich nicht einfach eine Stadt draufschmeißen. Aber wenn ich das Ding jetzt hier hinsetze, dann habe ich noch weitere Symbole dabei. Das heißt zum Beispiel, hier habe ich 0 Bauplätze, aber dafür bekomme ich da jede Menge an Ressourcen, die jetzt durchaus auch nicht ganz, ganz unwichtig sind. Aus dem Grund werde ich jetzt nicht direkt hier ins platte Land reingehen, sondern einfach mal das Ganze. Ich würde eigentlich nach dahin ganz gerne. Weil hier ist stinke, stanke Stahlkraut. Das macht Leute tot. Das ist nicht schön. Ich kann nichts bauen. Ah, die Ottos, ey, die sollen sich doch nochmal verdübeln. Ja, komm, scheiß drauf. Einfach mal dahingesetzt. Ist das strategisch klug? Nö, nicht ausschließlich. Da vorne wäre ziemlich geil geworden. Damit habe ich jetzt die Festung des Dorn. Ja, komm, hier mach mal aus. Ja, Städte erwirtschaften Ressourcen, die sie für ihre Kriegsmaschinerie benötigen. Im Stadtfenster sind alle Ressourcen der Stadt aufgeführt. Bling. Bewegen Sie Mauszeiger auf eine Ressource, um weitere Informationen zu erhalten. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann, super, das heißt, Einführung war nicht nur das Intro, sondern auch noch einmal das Noob-Tutorial, erstklassig. Hier vorne sieht man die unterschiedlichen Gebäude und die jeweiligen Ressourcen, die
sie kosten, beziehungsweise auch die Sachen, die man machen kann. Auch das ist soweit klar. Bevor Sie zusätzliche Gebäude errichten können, müssen Sie einen Besitzanspruch auf weitere Hexfelder heben. Klicken Sie auf den Button Bing Hexfeld akquirieren und wählen Sie ein angrenzendes Hexfeld aus. Dann nehmen wir doch mal das hier vorne. Das kostet dann Einfluss, das ist auch eine der Ressourcen, das ist klar. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Für jeden Button und jede Aufschrift können Sie einen Tooltip mit Informationen anzeigen lassen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie als nächstes tun sollen, orientieren Sie sich am roten Aufgabenbutton rechts. Ah, ich muss eine noch befehligen. So lassen Sie keine Aufgabe aus, bevor Sie Ihren Zug beenden. Schön. Wunderbar. So, Jungs, ihr müsst euch mal hier ein bisschen in der Gegend rumbewegen. Allerdings noch nicht zu weit weg. Man weiß ja nie, wie es auf einer üblen, bösen Xenos-Welt alles rumrennt. Klicken Sie auf den Namen einer Stadt oder doppelklicken Sie auf das Hauptquartier, um das Stadtfenster einzublenden. Man kann auch Verteidigungsanlagen einer Stadt auswählen, indem Sie einmal auf das Hauptquartier oder auf das Symbol über der Stadt klicken. Jede Stadt verfügt über eine gewisse Feuerkraft und wird sich beim feindlichen Angriff verteidigen. Das tun sie in der Tat. Verteidigen Sie Ihre Städte um jeden Preis. Sollten alle Ihre Städte fallen, haben Sie verloren. So, das heißt, der Teil ist schon mal rum. Eine Sache darf ich noch machen, nämlich forschen. Und ich kann im Moment noch nicht aussuchen, denn man darf immer eine Sache wählen, oder? Doch, ich kann schon auswählen. Gut. Hier ist es da so, dass hier an der Seite steht, wie viele Ressourcen, Wissen oder wie auch immer man dafür ausgeben muss und hier, wie viele Runden man dafür braucht. Ein Arsenal brauche ich aktuell noch nicht. Orbital Scan. Nehmen wir einfach mal das hier. Ein Gebäude für die Produktion von Helden sowie für die Erhöhung des Einflusses und der Loyalität. Sonst gibt es noch das Arsenal, das ist dafür da, damit man Fahrzeuge bauen kann und Bedarfsgütern sowie für die Generierung von Forschungspunkten. Dann gibt es die Fragmentgranate, ermöglicht es Infanterieeinheiten Antipersonengranaten einzusetzen. Orbitalscan, Operation zur Aufdeckung des Zielhexfeldes und angrenzender. Das heißt, ich schmeiße so ein Böppel hin und sehe was von der Karte. Und die taktische Doktrin, eine Ohrenstaktik, die die Genauigkeit der Tactical Squads erhöht. Das hier hatte ich in der Testrunde, die ich mal gespielt habe, um zu gucken, wie funktioniert denn das ganze System. Und habe es kein einziges Mal benutzt. Das hier klingt erstmal ganz gut, das hatte ich da überhaupt gar nicht. Auf der anderen Seite kann ich hier Bikes bauen. Bikes sind super. Und früher oder später dann auch die ersten Predator-Panzer. Nehmen wir mal dicke Autos mit dabei. Damit haben wir dann alles. Dann gibt es noch einmal hier ein paar Tipps. Denn Gladius Primus steckt voller unbekannter Schätze und feindseliger, fremdartiger Kreaturen. Während Sie den Planeten erkunden, erhalten Sie Meldungen, die Sie öffnen können, um weitere Informationen zu erhalten. Auf manchen Kartenelementen erhalten Ihre Einheiten nach dem Erkunden Belohnung. Andere wiederum schaden Ihnen. Lassen Sie beim Erkunden Vorsicht walten. Der Planet kann erbarmungslos sein und vielleicht wäre es besser, ihn in manchen Regionen unberührt zu lassen. Richtig, zum Beispiel welche vorne ins blöde Kraut reinrennen. Dann einmal alle Benachrichtigungen löschen, den Zug beenden und dann wäre die KI dran, die jetzt aktuell mal noch gar nichts macht. So. Sie können spezielle Ressourcen-Hexfelder einnehmen, indem Sie eine Einheit drauf bewegen. Auf diese Weise errichten Sie einen Außenposten, der Ihnen einen kleinen, aber wichtigen Bonus bei der Ressourcenproduktion einbringt. Zudem profitiert die dort stationierte Einheit von einer erhöhten Schadensreduktion und Heilungsrate. Verteidigen Sie Ihre Außenposten, da Sie sonst von anderen Fraktionen übernommen werden oder der Wildnis anheimfallen. Okay. Dann machen wir das mal. Das heißt, ihr Jungs hier vorne, geht mal zum Erkunden hier rüber. Und wir bekommen eine Energiebola. Super. Die Waffe des 40. Jahrhunderts, die man braucht. Eine Bola an den Kopf, wenn da ein dicker Panzer mit Laserkanonen ankommt. Why not? Den Trupp, den schicke ich mal hier vorne hin zum Erkunden und hoffe, dass der da nicht direkt durch das Gestrüpp läuft, weil dann bekommen die einfach nur tüchtig auf die Nase. Dann einmal gucken, hier wird noch gebaut. Stadt verlassen, Benachrichtigungen löschen, nächste Runde. Achso,
Wir haben Ruinen des Wall entdeckt. Derjenige Spieler, der diese Ruinen zuerst erkundet, erhält Belohnung und manchmal sogar mächtige Gegenstände aus uralten Zeiten, mit denen sie später ihre Helden ausrüsten können, um sich stärker zu machen oder damit sie eine bestimmte Situation meistern können. Wunderbar. Oh. Ja, geht's da noch darum, das Ding? Wahrscheinlich, ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an Heldengegenstände zu gelangen. Sie finden sie beim Erkunden der Karte, erhalten sie als Questbelohnung oder können sie in Shops kaufen. Sie sorgen dann für einen passiven Bonus oder verhelfen der Einheit zu einer neuen Fähigkeit, die sie einmal oder mehrere Male als kostenlose Aktion einsetzen kann. Sie können einen Heldengegenstand erst dann beanspruchen, wenn sie eine Heldeneinheit rekrutiert und ausgewählt haben. Gut, haben wir noch nicht. Einheiten können kloppen und so weiter. Tipps, die aktivieren. Mein Gott. So, das, was wir machen können. Und zwar, hier vorne gibt's eine kleine, wundervolle Ruine, die gleichzeitig ein Außenboss ist. Da knallen wir doch mal erstmal die Festung der Erlösung hin, denn da gibt's dann hier jede Menge Wissen dabei. Also, zack. Einmal Vereiner runter. Dann ist das Ding nämlich unser. Und wir lassen die Jungs mal hier vorne rüber rennen, denn da ist auch schon das nächste schöne Zeug, was man irgendwie sammeln kann. Mal gucken, hier ist jetzt gar nichts. Ich muss ein bisschen übrigens aufpassen, denn Krothunde sind das eine. Die kann man auch schon mal als Space Marine munter, fröhlich, frei über den Haufen schießen. Das kann aber auch tierisch in eine Buchse gehen, weil irgendwo sind hier so dicke Brainbugs. Und wenn man die Brainbugs plötzlich verärgert, dann ist er nicht gut mit Kirschen essen. Die übernehmen nämlich einfach die eigene Einheit. Und dann hat man die nicht mehr. So, Arsenal braucht auch noch zwei Runden. Ja, die kann ich aber, wie gesagt, schön abschießen, also munter rein in die alten Krots da. Die Brainbugs, wie gesagt, das sind ganz fiese Viecher. Da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal 20% meiner Armee verloren. Die Necrons haben als Hauptgegner dieser ersten Demo-Mission deutlich weniger gemacht. So, das Ding ist erkundet, dann nehme ich mir mal hier diesen Rummel da vorne dabei. Okay, bis ich die nächste Fortress of Redemption schmeißen kann und hier die schönen Güter abgreifen darf, muss ich jetzt, wo ist es da, 9 Runden wieder warten. Jetzt einmal gucken, haben wir hier noch irgendwie was Großartiges? Nee, aber ich könnte mal direkt ein nächstes Hexfeld einverleiben. Nee, lass ich. Und zwar ist es hier so, ich kann mit meiner Stadt immer nur ein Teil davon nehmen. Und das wird dann zuerst gebaut und dann darf das nächste gebaut werden. Wenn ich jetzt direkt noch ein Hexfeld dabei nehme und es auch noch erkunde, dann kann ich da nichts bauen. Und bevor ich mir hier ein drittes nehme, würde ich gerne nochmal eine Runde basteln. Also raus, Zug beenden. Forschung abgeschlossen. Hier findet ein Marine alles, was er benötigen könnte, um das Schlachtfeld von Xenos und Heretikern zu säubern. Vom einfachsten Kampfmesser bis hin zu den respekteinflößenden Reliquien. Der Master of Ordnance hat ein wachsames Auge auf die Waffen und Ausrüstung des Ordens. Nur mit seinem genetischen Fingerabdruck erhält man Zutritt zu diesem riesigen unterirdischen Waffen- und Fahrzeuglager. Also sehr schön. Das heißt, Autos steht nur noch wenig im Weg. Und jetzt kann ich hier auch schon das ganze Geeire basteln, beziehungsweise ne, das Land hier vorne gehört mir. Bevor ich allerdings Einheiten etc. nachproduziere, werde ich einmal ein Refektorium errichten. So schaut's aus. Darüber bekomme ich nämlich Ressourcen und einen Generatorraum baue ich anschließend auf diesem Gelände noch hinterher. Und damit sind die beiden Bauplätze auch schon voll. Weswegen ich jetzt zumindest dahingehend schon mal planen kann, dass ich mir das Ding noch holen werde. Und die nächsten Klicks kann ich erst machen, wenn das Gelände auch mir gehört, weil ich erst dann hier in dieser Leiste dafür sorgen darf, dass ich das Ding auch schick bebaue. Gut, Einheiten befehligen. Dann können die mal wieder ein bisschen hier rumlaufen. Ah, da oben dürfen sie nicht lang. Hier ist überall schöner Strand. Nicht, dass die Space Marines auf die Idee kommen, jetzt hier Urlaub zu machen. So, nee. Die knirchen erst nochmal so ein paar Krots weg. Erstklassig Forschung auswählen. Als nächstes, bevor ich das hier nehmen kann, brauche ich ein Reclusium. Ja, dann ist ja jetzt nicht unbedingt so die Riesenfrage. Dann hatte ich das offensichtlich doch beim letzten Mal.
was ich da als nächstes baue. So. Ach so, nein, nein, da wollte ich nicht drauf drücken. So, die KI, ja. Künstliche Intelligenz sind also alles Wegrennnasen. So, dann lasse ich die mal hier vorne rüber gehen. Um zu gucken. Das sieht doch nach einem... ja, das muss ich erst erobern. Das sieht doch nach einem schönen Punkt für noch so eine Force of Redemption aus. Dachte ich mir gerade. Die Jungs hier können jetzt einmal bis nach dahin laufen. Der erste Teil des Aufbaus, der ist eigentlich relativ easy. Popeasy. Da passiert einfach der so voller. So, nächste Runde. Ansonsten, ich finde es ein bisschen irritierend. Wenn ich einmal gelaufen bin, um mir so ein Teil hier anzugucken, dann kann ich, obwohl ich noch Bewegungspunkte übrig hätte, nichts mehr mit der Einheit machen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, machst du nichts. Die rennen dahin, um sich das Teil zu holen. Denn dann ist gleich der Ort hier für mich da. Da gibt es nämlich nochmal mehr an Ressourcen. Hier vorne auf meinem Bauplatz muss ich noch eine Runde warten. Also einfach mal ein nächstes Ründeken. Forschung abgeschlossen. Reclusium. Das geräumige Reclusium bietet genug Platz, damit der gesamte Orden zusammenkommen kann, falls seltene Zeremonien abgehalten werden müssen, die die Anwesenheit eines jeden Ordensbruders erfordern. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Bereich einer jeden Ordensfestung, da darin die heiligsten Reliquien und in seltenen Fällen auch der Körper des Primarchen aufbewahrt werden. Zudem ist das Reclusium der Sitz der Befehlshaber und Helden des Ordens. Ja. Wahrscheinlich sitzt der Robotikulimann ebenfalls da irgendwo drin. Oder sein Knochensplitter. Nein. Wobei, ich weiß es gar nicht, ob man die armen kleinen Space Marines in diesem Spiel noch so hätte durch den Kakao ziehen können. Denn ich weiß nicht, ob das quasi in der Lore der 7. oder 8. Edition spielt. Naja, sei es drum. Erstmal hier runter. Ah, super, da sind Crew. Die kann man wieder feinst umschießen. Und hier vorne ist ein Pfandschneider. Das Ding, das war auch schon im Intro zu sehen. Ich glaube, das ist gut, das Teil. Das Blöde ist, beim letzten Mal waren darum diese komischen Brain Bugs. Und ja, weiß nicht, ob das so geil ist. Gut, dann gucken wir mal. Wir können hier das nächste Ding nehmen. Und zwar Assault Squads. Die waren jetzt nett. Aber ich weiß nicht mehr, wie vielen Gegnern wir zu tun haben. Weil wir wollen ja erstmal eine Festung auch einreißen, ne? Der Chaplain. Eifrige Heldeneinheit, die Moral hebt und andere Einheiten zu Loyalität inspiriert. Dormitorium, ein Gebäude für die Erhöhung des Bevölkerungslimits, niederschmettern, benötigt Arsenal, ermöglicht des Scout-Bikers zerstörerische Angriffe durchzuführen. Splitterminen, ermöglicht des Scout-Bikers Splitterminen einzusetzen. Sprenggranaten, ermöglicht Infanterieeinheiten Panzerabwehrgranaten einzusetzen. Na, sagen wir mal einfach, na, machen wir da. Also gegen eine Necron-Festung sind Assault Squads nicht so gut. Ja, vielleicht zum Ausmerzen des Ganzen. Nein, niederschmettern. Nehmen wir erstmal niederschmettern, denn wenn jetzt das Arsenal fertig ist. Oh nein, es ist nicht fertig. Stimmt, ich habe es ja gar nicht gebaut. Ich bin ja dabei erstmal die Ressourcenbasis zu legen. Ja, dann wartet jetzt Käse. Also, die Jungs können auf jeden Fall nicht mehr hier rüber, ist mir gerade aufgefallen. Hier oben ist auch irgendwie Ende. Hier ist auch wahrscheinlich nichts mehr, ne? Oder? Ist es hier der... Ach doch, hier ist wohl was. Das ist ja gar kein Strand hier. Ja gut, Jungs, dann kommt ihr mal hier rüber und braucht wahrscheinlich gefühlte 10 Millionen Runden. Benachrichtigungen löschen. Achso, das war auch schon das Ende. Okay. KIs. Ja, die Krot, die verziehen sich da erstmal wieder ein Ründchen. Ich sage, dann gehe ich mit denen hier hin. Und da sind die Brain Bugs. Die sind Orkoide Pilze. Achso. Das sind die Enslavers.
Die sind einfach nicht so richtig gut. Jetzt ist irgendwie, ja, da müssen meine Jungs entweder weg oder ich habe jetzt gerade meine erste Einheit eingereihte Befehle ausführen, so. Oder ich habe jetzt gerade meine erste Einheit in den Tod geschickt. Dann beenden wir das Ganze mal, ja, und da kommen diese zeckenartigen Viecher schon rüber. Gibt zwar eine ordentliche Runde Abwehrfeuer, aber das ist fast egal, obwohl, ich meine, irgendwie cool, die haben die jetzt nur gehauen, aber sie sind noch nicht weg. Dann rennt. Nein, nicht nein, dein. Rennt einfach weg, Jungs. Einfach wegrennen. Eingereihte Befehle ausführen. Ja, die sollen sich ja noch hinten rüber bewegen. Das macht durchaus auch Sinn. Benachrichtigungen löschen, denn hier wird noch fertig gebaut. Oder ist das? Ja, hier wird noch eine ordentliche Runde fertig gebaut. Die Forschung braucht auch noch 3 Runden. Dann Zug beenden. Sehr schön. Die Brains, die verlassen einfach mal das Haus. Dann kann ich die Space Marines hier vorne rüber schicken, um dann doch mal einmal das Ding da vorne zu halten. Vielleicht bringt das ja was. Oh. Dann können die erstmal bis hierhin rüber rennen, aber wieso? Ah! Deswegen stand da Einheit überspringen, weil wenn jetzt eine Einheit prinzipiell immer noch was machen kann und man benutzt nicht alle Optionen davon, dann steht hier unten immer Einheit überspringen. So geht es also. Zug beenden. Zug der KI. Sehr schön, die Brainies kommen nicht zurück. Was wir hier mal mit denen ausprobieren können, ist, ob die, wenn die dahin rennen, ob die dann die Option haben, ihre Lebenspunkte wieder zu bekommen. Und die schicke ich einfach mal dahin, während ich an meiner Nase kratze. Mit dem Hintergedanken, dass die eventuell das Ding da halten können. Meh, meh, meh. So, eine Runde brauche ich noch da, da oben auch noch. Dann darf die KI wieder. Forschung abgeschlossen. Niederschmettern. Viele Kämpfer stürzen sich Hals über Kopf in die Schlacht, um den Feind zu zerschmettern oder niederzutrampeln. Das ist nochmal schön. Das klingt großartig. Dann nehmen wir nochmal einen Assault Squad mit hinterher. Einfach, weil der irgendwie dazugehört. Holen uns das Ding hier vorne. Die Brains sind immer noch nicht da. Das heißt, wir können wieder auf ein paar Crew schießen. Denn auf Crew schießen geht einfach immer. Also ganz ehrlich. Nicht auf Crew schießen ist vertaner Spaß. Immer drauf auf die ollen Bauzis. So. Da kann ich jetzt aber wahrscheinlich erstmal nichts. Nichts zusätzlich bauen. Ne. Hier wird automatisch schon mal gebastelt. Also können wir einen Zug beenden. Logischerweise rennen die Hundis wieder weg. Jetzt frage ich mich, wo die ganzen Necrons in der Gegend rumasseln. So, dann schicke ich die mal da dahin. Das Land da vorne ist also jetzt erobert. Und das bedeutet, dass wir jetzt anfangen können, gescheit zu bauen. Wir können einmal das Apothekarium da errichten. Und weil wir einfach da gleich ganz, ganz viel von brauchen werden, bauen wir noch ein Refektorium da rein, denn gerade die Ressource, die ist hoch angesagt, wenn man da dick einen losmachen möchte. Und werden dann als nächstes uns hier das nächste Stückchen Land holen. So, Einheiten befehligen. Eine Einheit muss und kann auch befehligt werden. Das sind diese hier. Dann lasse ich die Messer da hingehen und hoffe, dass die Big Brains mich noch nicht gesehen haben. Aber das heißt auch, dass irgendwie die Necrons hier oben noch nicht so richtig abasseln, ne? Nee. Haben wir davon irgendwas? Ja. Also, wupp. Dann werden wir hier nochmal die nächste Fortress of Redemption landen lassen. Benachrichtigungen löschen und den Zug beenden. Und hoffen, dass die uns noch nicht gesehen haben. Nee, haben sie nicht. Aber da kommen die Crude wieder an. Wir sind Crude. Hm? So, rüber da, kleinen Mannekes. Das ist ja schon. Das ist schon eine kleine Kacknase, ne? Also, ich kann mir auch noch erlauben, hier die zu Hause zu lassen. Dann gehen die da rüber. Um den dann nochmal gehörig auf den Senkel zu gehen. Damit ist auch schon wieder die Runde rum, ja. Da verziehen sie sich ein bisschen.
Und wollen meine Forces of Redemption da unten kaputt machen? So nicht, Bandits. So nicht. Also hin, schießen. Kann das Ding denn gar nicht selber ballern oder was? Oh. Ja. Mit dicken Rohren auf, kleine Spatzen oder was. Und dann rennen die nochmal hinterher und schießen auch nochmal rein. Ja, kann ja nicht sein, dass die da einfach mal so mein Haus da aufessen. Also das gehört sich einfach nicht. Muss man aber ganz was drauf sagen. Ich bin empört darüber. Tiefgründig, weitreichend und... Oh. Ja, sauber, komm. Da beißen die mich da auch noch einfach. Also das ist ja schon, ne? So. Ihr da rein. Es ist nicht unehrenhaft, dass der Tod an unseren Händen klebt. Richtig so. Es geht doch nichts über eine adäquate Legitimierungsstrategie, wenn man irgendjemanden mal eben aus dem Leben zwitschert. Stadt verlassen, Zug beenden. Hier ist gerade nichts mehr zu tun. Ist ja erstklassig. Und zapp, da sind die Assault Squads. Das Heulen der Sprungmodulturbinen kündigt die meteoritenartige Landung der Assault Marines an. Mit feuernden Boltpistolen tauchen sie plötzlich am Himmel auf und stürzen sich wie ein zerstörerischer Hurricane auf ihre Feinde. Schreiende Opfer werden zu Boden geworfen, Körper mit Ceramidstiefeln zerquetscht und Brustkörbe mit knatternden Kettenschwertern aufgebrochen. Nach kurzer Zeit ist die Arbeit getan und die Assault Marines ziehen weiter, nachdem sie eine klaffende Wunde in den Reihen des Feindes hinterlassen haben. Ich finde diese fluffmäßige Anreicherung mit wundervollen Texten, die das so erstklassig verbildlichen, was man denn da spielt, immer traumhaft. Also gerade so der Einstieg in die Welt von Warhammer wird doch 10, 11, 12-Jährigen damit richtig schmackhaft gemacht. Schön Brustkörbe zerkritschen. Läuft. Wie in einem Länderspiel, würde ich sagen. So. Aber jetzt mal hier wieder zu ernsthaften Sachen. Was mache ich mit denen? Also die werden offensichtlich nicht mehr Jungs. Dann sollen die einfach mal hier hinrennen und gleich irgendwann mal ein adäquates Ründchen geopfert. Da ich meine Assault Squads jetzt habe, kann ich hier jetzt das nächste Ding mir dazu holen und bin jetzt mal am Überlegen. Also ein Librarian, ein Zauberer. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Der ist natürlich schon ganz cool. Landspeeder ist unheimlich schnell, das ist auch ganz cool. Macht eine Kompaniekapelle, da gibt es mehr Loyalität. Wobei ich noch nicht so richtig gerade auf dem Schirm habe, wofür das Ding da sein soll. Festungserweiterung erhöht den Radius, in dem sich die Stadt Hexfelder einverleiben kann. Da war aber noch nicht das Maximum erreicht. Dementsprechend gibt es jetzt erstmal schweres Geschütz mit den Devastoren. Wie schaut es hier baumäßig aus? Das braucht alles noch ein ordentliches Ründchen. Das heißt, dass wir diesen Zug einmal beenden können. Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wo sich der Hauptgegner jetzt hier befinden könnte. Wo sind denn jetzt hier die ganzen schwachmatischen, kackigen Necrons? Einmal ohne Flachs hier. Kein Otto weit und breit zu sehen. Oh, machen die KIs noch was? Nö. Dann schicke ich die jetzt einfach mal da vorne rüber. Dann sollen die sich da den Rummel holen. Okay, das ging relativ easy. Und die schicke ich ins offene Feld. Aber auch da ist immer noch nichts am Start. Aber ich kann Städte befehligen. Was kann ich denn? Yay, das Apothekarium ist fertig. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine neue Einheit Space Marines. Das dauert 6 Runden. Bis dahin habe ich dann auch einen Überblick, was ich wirklich brauchen könnte. Benachrichtigung löschen und Zug beenden. Was machen wir? Die schicken wir mal hier vorne in die Stadt rein. Was ist denn das da? Oh, cool. Eine kostenlose imperiale Bastion. Auf die hätte ich ja schon irgendwie Bock, ne? Einfach um die zu haben. Auch wenn ich die jetzt wahrscheinlich für das Spiel nicht brauche, weil hier unten die Necrons zu sein scheinen. Zug beenden.
Dann kann man die Nasen da nicht irgendwie weglocken. Kann ich hier eventuell übers Feld schießen? Diese verfluchten Puppenspieler, wo sind die Librarians? Ja. Püppchenspieler, sind das nicht alle Tabletopper? Ja, sind sie. Okay, das heißt, für die hätte ich mir doch dann offensichtlich einen Librarian holen sollen. Ja. Der Tipp, der kam ein bisschen spät. Ach so. Die können noch in die imperiale Bastion reinschießen, aber wozu? Oh. Deswegen. Ah ja. Das heißt, da sollte ich mich offensichtlich mal eben hier kurz zu einem taktischen Rückzug zurückziehen. Zu einem taktischen Rückzug zurückziehen. Mhm, genau. Aber das Ding scheint offensichtlich jemandem anderen zu hören. Devastor Squad. Über das Schlachtfeld hallt das unbändige Getöse schwerer Waffen, wenn die Devastors das Feuer öffnen. Ganz gleich, wie geartet das Ziel auch sein mag und wie gut die Chancen stehen, ein Devastor Squad verfügt über genügend Feuerkraft, um seine Gegner in kürzester Zeit auszulöschen. Selbst imposante Kriegsmaschinen können sich nicht gegen diese tödlichen, präzisen Unterstützungstruppen behaupten und erschaudern im Geschosshagel der Devastors. Jo, da haben wir sie nun. Und Produktion abgeschlossen. Refektorium ist da. Insofern sind hier, glaube ich, alle meine Bauvorhaben. Ach, nee, gar nicht. Das neue Land wird erschlossen, ja. Ist aber hier fast alles irgendwie am Start. Ich kann eine neue Forschung an den Start bringen und nehme mir dann einen Librarian mal. Bin ich ja mal gespannt, was der Meister machen kann. Okay, Einheiten befehligen. Wenn ich die jetzt nehme, kann ich mir das Land da vorne schon holen? Nö, kann ich nicht. Die latschen dann einmal bis nach hier. Die Krothundis, die sind ja jetzt gerade nicht unbedingt in aufsehenerregender Nähe und rennen auch irgendwie an allem vorbei, was sie mir hätten klauen können. Gut. So, du Faust des Imperators, hol dir mal da vorne das Land. Ist dann schon mal ganz cool. Und ihr macht auch einmal komplett das Gleiche. Und dann nicht genügend Ressourcen. Okay, das heißt, nächste Runde kann ich mir wieder eine Festung der Erlösung holen. Vielleicht kann dir hier vorne die komischen kleinen Brainbugs alle wegschießen. Nächstes Rünneken. Und yo. Also, zap. Fortress of Redemption ist gelandet. Und bis wohin kann ich schießen? Bis nach dahin? Nein. Ach so. Und auch nicht bis nach dahin. Das ist natürlich doof. Nee. Gut. Dann rennt ihr mal hier rüber. Da ist auch noch ein Städtchen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade volle Nase irritiert. Denn grundsätzlich geht das Spiel darum, dass man jetzt hier irgendwo die Necrons hat. Man die von der Welt wischen muss. Und dann hat man gewonnen, ne? Klappt nicht ausschließlich nur gut. Mal gucken, wahrscheinlich sind die jetzt direkt hier vorne irgendwo. Und meine All Space Marines pimmeln da Gott weiß wo ab. Na jo, dann machen wir einfach mal so. Das Land hier vorne gehört mir. Da bauen wir dann einmal ein Arsenal hin und wir bauen ein zweites Apothekarium anschließend dahinter und werden uns dann nicht ein neues Land holen. Das heißt, das hier macht überhaupt gar keinen Sinn. Macht das Sinn? Ne, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann holen wir uns hier einfach nochmal so ein Ding, dass wir mehr Wissen bekommen. Auch wenn ich da jetzt nicht genau weiß, was wir machen sollen. Stadt überspringen. Nee, wir können schon mal so einen Wassertrupp aus dem Dings rausholen. Und dann den Zug beenden. Irgendwo ist hier Geräusch. Da, aber ich weiß gar nicht warum. Knabbert die jetzt da dran? Ich habe keinen blassen Schimmer, was das hier soll.
Na gut. Dann holen die sich jetzt mal diese kleinen Pipelines da. Oh. So kann man auf jeden Fall auch nah zoomen. Das ist großartig zu wissen. Oh, jetzt habe ich eine Einheit übersprungen. Das wollte ich erstmal gar nicht. Die schicke ich bis nach dahin. Irgendwo habe ich noch Leute. Da sind noch welche. Hier oben scheint nicht mehr so viel zu sein. Oh. Dicke Fliegen. Bienen. Bienenfliegen. Also Fliegen in Bienenform ohne Stachel. Eventuell. Zap. Erstmal einen wegschießen. Und später gucken, ob die was können oder nicht. Aber das ist ja sowieso Team angekratzt. Ich habe eine Psychne entdeckt. Was auch immer sie sein mag. So, Benachrichtigung löschen. Irgendeine Einheit habe ich hier. Oh, ich habe einen Feind entdeckt. Die Necrons. Wo denn? Ja. Oh, 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 oh. Die haben echt schlechte Laune, glaube ich. Ja. Ich glaube, die Jungs da oben, die sind durch. Erstmal zu den Necrons. Für die Leute, die nicht so viel Warhammer 40k eventuell spielen. Zwar sind die Necrons nach galaktischen Maßstäben erst vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht. Noch dazu lediglich mit einer einzigen ihrer Fraktionen. Und doch haben sie sich bereits als Dorn im Auge des Imperiums erwiesen. Es handelt sich hier um einen unerbitterlichen, stark gepanzerten Gegner mit vernichtender Feuerkraft, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also quasi Skelette in der Zukunft aus Blech. Ziemlich cooler. So, jetzt gibt es hier nochmal ein bisschen spürenden Zorn des Imperators ins Gesicht. Aber der Trupp, ich glaube, der ist durch. Ihr verpestet diese Welt, ihr Abschaum. Richtig. Ah, oh, schick. Die Fortress of Redemption kann ja doch richtig schön da rein. Dann einmal da in die Crew rein und offensichtlich die Wemsen auch mal einmal rüber. Hier vorne ist was rot. Ah gut, das ist dieses Ding da. Das hatte ich irgendwann mal. Das haben sich offensichtlich ein paar von diesen Wauzis genommen. Aber ich glaube, hier ist der Gegner dann aufgetaucht. Das macht zumindest Sinn. Benachrichtigung löschen und Zug beenden. Ja. Damit ist der jetzt wohl mal durch. Doch noch nicht. Ha! Er ist ein Space Marine. Ah, und die Brains wollen meine dicke Festung hier vorne aufsnacken? I don't think so. Rainer. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie Zecken, nachdem die sich ganze Art vollgeschlunzt haben, oder? Widerlich, diese Viecher. Bah seid ihr. Bäh. Eklig, eklig, eklig. Also hier, die ganze wie heißt nochmal? Vegetation ist ja eigentlich, wenn es Pflanzen sind. Aber das ganze Tiergeschlumpse muss alles weg. Komplett. Ja gut, das da oben war jetzt nicht so erfolgreich. Mal gucken, kann ich hier schon wieder was Neues bauen? Ich brauche gerade eine Assault-Truppe, Horst. Den wollte ich eigentlich haben. Und verknall da meine Ressourcen in nix. Das ist natürlich scheiße gedacht. Oh. Ich wollte gar nicht so viel fluchen hier. Aber ein Geniestreich war es definitiv nicht. So, dann machen wir mal hier. Hopp. Zug beenden. Da sind die Necrons also. Ah. Der Space Marine wird jetzt gerade aufgesnackt. Librarian. Wenn die Librarians der Space Marines erfüllt vom Zorn des Warp in die Schlacht ziehen, um ihre Feinde zu vernichten, blitzen ihre Augen und erhärten sich ihre Fäuste. Manche von ihnen verwandeln den Feind mit konzentrierter Energie zu Brei. Andere wiederum manipulieren den Verlauf der Zeit oder nutzen ihre Energie, um ihre Brüder wieder zu beleben. Doch letzten Endes sind sie alle Kämpfer und als mächtige Psioniker können sie ihre Mutation als Kraft nutzen, um die Menschheit zu beschützen. Ja, Zauberer. Reinschießen. Und
das Viech erlösen, zumindest kurz davor. Und die Jungs werden jetzt einmal hier rüber rennen, um den ganzen kleinen Blechlawinenmännchen da vorne mal so richtig eins gleich einzuschenken. Ne? So, das bedeutet, dass auch die hier vorne rüberlaufen. Denn so langsam kann man ja den Feind etwas einkreisen, ne? Da muss ich ja mal gucken, was ist denn hier? Zwei Runden dauert es noch, bis ich hier den Bömpel-Hömpel da machen kann. Den, ne? Mhm. Das Arsenal. Oh, warte, da fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar, ich brauche ein Reklusium, um die Helden zu bauen. Das heißt, da kommt ein Reklusium als nächstes rein. Denn sonst hätte ich ja nichts von der ganzen Forschung gehabt, ne? Und ich hole mir einen dicken Kampfpanzer. Der Predator. Dicke Wumse oben auf dem Kopf drauf. Das wird schon was. Stadt verlassen, Zug beenden. Da hauen sie ab, die Feigen. Nie, da kommen die Necrons um die Ecke. Gut, dann werden wir doch mal gucken. Geschätzte Verluste 0. Minimal nur angekratzt. Das ist auch nicht nur gut, ne? Kann ich den nicht einfach vor die Fresse hauen? Vielleicht, wenn ich hier vorne rüberlaufe. Oh. Und da ist die Station von denen. Dann schieße ich jetzt mal da rein. Da kriege ich zumindest... Da hätte ich einen wegbekommen müssen. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Das hätte Fahrradkette. Kann ich da reinschießen? Ja, dann mache ich das zumindest. Denn Hauptsache irgendwas wegmachen. Das ist schon mal ganz wichtig. So, wunderbar. Die nächste Schabe ist auch aus dem Leben geholzt. Das sieht ja erstmal prinzipiell gar nicht mal so schlecht aus. Wann kann ich denn hier die Bola benutzen? Ein Gegenstand, achso, ein Held. Ein Held kann gleich mit einer Bola durch die Gegend schmeißen. Mein Zug beenden. Ja, klar. Die Mädels da vorne, die heilen. Und sind jetzt kurz davor, mir den nächsten Space Marine wegzuschießen, aber wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch einen weg. So, dann erlösen wir die Bengals mal eben hier. Der erste ist da durch. Viel mehr hat er aber nicht gebracht. Dann lasse ich den nochmal da reinschießen. Wobei ich mich nach wie vor frage, warum ich das Ding nicht einfach übernehmen kann. Das ist ein bisschen schade. Und in die letzte Schabe hier vorne. Ja gut, eine Runde noch, dann habe ich den. Und ich bin echt mega happy, das Kackviech da endlich mal irgendwie bekommen zu haben. Jetzt habe ich noch eine Einheit, die ich nicht benutzt habe. Oh, da. Yay. Yeah. Nahkampf-Nasen for the win. Einmal rüber hier. So, kann ich denn noch was bauen? Was kann ich denn noch bauen? Nix mehr. Ah doch, ich könnte noch Bikes bauen. Will ich noch Bikes bauen? Ich will noch Bikes bauen. So, dann mal gucken. Zug beenden. Die Penner sind ja wieder da. Widerstand ist lästig. Ja, du mich auch. Du Spacko. Ja, ist mir egal. Das finde ich schön. Einer wird vorne angeschossen, dann positionieren die sich erstmal um. So, dann einmal gucken, kriege ich den da weg. Immer noch nicht. Ich fasse es ja nicht. Es ist unglaublich, wie widerstandsfähig die sind. Kann ich bis nach dahin? Nö. Dann schieße ich den einfach nochmal vor die Mütze. Ärgere ihn noch ein bisschen, dann muss ich da einer gleich wiederbeleben. Nee. Die sind ja hier so viele Xenos und so wenig Bolter geschossen. Das denke ich mir gerade auch. Also es ist schon ganz, ganz fies, wie hart mich jetzt gerade da vorne dieser dämliche eine Necron-Trupp da langzieht. Mal in die Fortress da rein. Oh, und einmal schauen, kann ich noch irgendwo Geld ausgeben? Nö. Predator braucht noch eine Runde, Zug beenden. Zack, da ist er wieder. Und der Brain kommt auch rüber.
Bom, da liegt der nächste Space Marine im Dreck. komm. Einfach mal ein bisschen zurückboltern. Da sind sie jetzt wieder mit 4 Jungs. Als würde es was bringen. Als würde es. Aber dafür ist der jetzt weg. Platz und Flutsch. So ist gut. So ist richtig. So, das Ding nochmal da rein. Jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich denn mit denen? Was macht da Sinn? Na, vielleicht mit 2 Einheiten auf die Jungs da drauf. Funktioniert aber nur, wenn die jetzt noch ein bisschen überleben, ne? Da sehe ich gerade ein bisschen schwarz, denn, Surprise, da ist wieder einer. Oh, mach ein bisschen Hackbrett aus dem. Und die da werden jetzt gleich von den Fliegen, oder sind die Fliegen nett? Na, seid ihr nett, Fliegen? Die wollen eigentlich gar nichts von mir, ne? Naja. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt so ein bisschen die Necrons hier in die Mangel nehmen. Also, die als erstes da rein. Dann ist schon mal der erste da durch. Dann dackert er nochmal eine Runde hinterher. Naja, der macht ja jetzt natürlich keinen Verlust. Wäre auch einfach nur zu cool gewesen, ey. Dann huschen die Bengel jetzt. Ah, bis nach hier hin. Ist natürlich blöd, hier dürfen die nicht durch. Das gibt ziemlich Aua an der Füße. Kannst knicken. Und die schießt dann noch einmal da rein. Na gut, auf das Ding da oben, da pfeife ich drauf. Und beende den Zug. Oh, cool. Diesmal bekam ich schon ausreichend zumindest vor die Mütze, dass da nicht alle wieder haben kommen können. Dementsprechend der Trupp munter mal da rein. Und dann sitzen sie nur noch zu dritt. Aber es ist ziemlich hart, wie widerspenstig die Viecher da sind. So, hier rüber. Und nein, ich kann sie nicht mehr anklicken, weil er mich automatisch von der Einheit weggenommen hat. Dann nochmal da oben ins Haus reingedönert. Wie lange brauchen denn die Einheiten noch? 3 Runden, 2 Runden, 2 Runden, 2 Runden für den Predator, dann kann ich die Stadt verlassen. Eine Fortress of Redemption kann ich auch noch nicht bauen, weil... Oh, 160 von dem Kopf mit dem Bömmel brauche ich da oben. Da kommt ein Necron-Lord an. Das ist nicht so gut. Ist das ein Necron-Lord? Wird gar nicht angezeigt, hm. Okay, also erstmal ihr da rein. Und ein bisschen Necrons zersägen. Das ist immer eine basismäßig mal eine ganz gute Idee. Dann ihr da rein. Da geht natürlich keine Sau drauf. Sicher, ey. Du schießt nochmal da rein. Irgendwann ist das Ding auch mal platt. So, Benachrichtigungen löschen. Dann heilen die da vorne wieder ein bisschen und bekommen... Nein! Bekommen die jetzt 2 dabei? Oh. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss zuerst den... Predator! Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss zuerst den Lord da vorne weghauen, aber mit dem Predator könnte das durchaus machbar sein. Der Predator ist ein schnelles und schlagfertiges Kampffahrzeug, das für die Orden des Space Marines wichtige Feuerunterstützung leistet. Die schweren Bolter und die Maschinenkanonen des Kampfpanzers sind für Infanterie und leichte Fahrzeuge ein Fluch, während die Laserkanonen der Annihilator-Ausführung jede gepanzerte Einheit des Feindes in einen Haufen Schrott verwandeln könnte. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass ich den jetzt habe. Vorher versuchen die nochmal hier ein bisschen was zu machen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so stark gewesen. Und auch die kommen nicht bis nach da. Das ist auch nicht so gut. So, dann schießt er nochmal rein. Einfach nur just for the lulz. Und ich schicke die erste Einheit Fahrzeuge los. So, jetzt kann ich hier vorne einen schönen Predator bauen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Der braucht auch nur 8 Runden. Ich überlege jetzt gerade, zerhaue ich die ganzen Necrons oder schieße ich die weg? Ich gehe mal auf eine Runde hauen. Ja. Zweimal da ordentlich draufhauen. Außerdem muss ich wieder was Neues erforschen. Dann nehme ich noch die Kraken P
Penetrator-Geschosse, dann kann ich vielleicht auch mal gleich vom Beschuss her irgendwie was hinbekommen. Damit sind aber meine ganzen Einheiten durch. Stadt überspringen. Achso, Stadt überspringen. Nee, will ich nicht. Ich will was bauen. Das heißt, hier vorne ist alles fertig. Dann nehme ich mir den Teil da oben als nächstes und kann nichts bauen. Weil, jo. Weil ich blank bin. Blank wie eine Kirchenmaus. Ups, da muss ich fast Bäuerchen machen. Sorry. Zug beenden. Mal gucken, wie viel gibt es da jetzt auf den Sack. Das ging ja noch. Und der Space Marine steht da immer noch. Tapfer. Tapfer, kleiner Mann. So, dann lasse ich jetzt die Jungs hier vorne in den mal rein. Los, sehe ich den kurz und klein. Da hätte ich mir jetzt mehr von erhofft. Davon nicht. Das Ding kann einfach nichts. Okay, dann mal schnell mit den Autos, ach, mit den Bikes hier rüber. Und meine Devastoren müssen auch da hinten mal ganz schnell hin. Es wäre schön, wenn ich hier jetzt irgendwie auch schon vorher hätte mal einen Rhino oder so bauen können, womit ich schnell meine Truppen verlegen kann. Das funktioniert wohl nicht. Dann Benachrichtigungen löschen. Die sind mir jetzt gerade vollkommen egal. Und den Zug beenden. Fühlt es sich an, wenn die Nerven Atom für Atom freigelegt werden. Tja. Ich würde sagen, nicht gut. Ja, super. Dann steigt die auch noch Stufen auf. Was denn? Läuft hier echt. Oh, Backe. Ich glaube, ich werde bei der nächsten Einheit da nicht hinopfern. Irgendwie ist das nicht so monstereffizient. Okay. Ja, dann bleibt ihr wohl mal besser da. Ihr kommt noch hier rüber. Und, kann ich die darin parken? Nee, kann ich nicht. Gab das auf die Mütze. Also ganz ehrlich, dann stelle ich die hier ins Gelände rein, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen hier, dass dieses Tannending da bedeutet, dass sie so ein bisschen Deckung bekommen und vielleicht nicht so schnell umfallen. Boah. Ja, von denen wird man sich jetzt mal hart verabschieden können. So, ich kann aber wieder hier unten was bauen. Mal gucken, die Ressource sieht doch gut aus, die auch. Und für Einheiten brauche ich vor allem auch nur die beiden Ressourcen, ne? Das ist doch gut. Das heißt, ich baue einfach hier nochmal ein Arsenal hin. Da es ressourcentechnisch aktuell relativ nice ausschaut. Und na, lass es. Ah, ein Arsenal. Jetzt habe ich ein Arsenal gebaut. Ich wollte eigentlich mehr Infanterie haben. Also baue ich noch ein Apothekarium dahin. Und würde gerne hier unten sowas bauen. Aber dafür brauche ich mehr von dem hier. Einfluss heißt das Ding, genau. Das heißt, ein Librarian werde ich aber nächste Runde bauen können. Oder alternativ ein Captain. Und wenn ich mir den Lord da vorne angucke, scheint das auch nicht ganz, ganz so verkehrt zu sein. Stadt verlassen. Aber bevor ich die Entscheidung treffe, mache ich an dieser Stelle einmal einen kurzen Cut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, immer fein, weitermoschen.